Entlang des Getriebeblocks finden Sie eine elektrische Leitung. Das Kabel lösen Sie mit geeignetem Werkzeug. Zwicken Sie alle Kabelbinder durch. Den Kabelstrang legen Sie erst einmal zur Seite. Am Getriebelager öffnen Sie jetzt die obere Schraube. Wiederholen Sie den Vorgang am Lager auf der anderen Fahrzeugseite. Unter der Torque-Tube befestigen Sie nun einen Spanngurt. Wenn Sie alle Schrauben gelöst haben, verhindert er ein zu starkes Absinken des Getriebes und des Motors. An der Getriebeglocke entfernen Sie eine Gummiabdeckung. Setzen Sie nun einen Hubtisch an. Pumpen Sie ihn so weit nach oben, bis die Lager frei sind. Am unteren Getriebeträger drehen Sie drei Schrauben heraus und entnehmen das Getriebelager. Den Vorgang wiederholen Sie auch auf der anderen Fahrzeugseite. Senken Sie das Getriebe nach unten ab und trennen Sie an der Oberseite den elektrischen Steckkontakt der Steuereinheit Drahtsatz. Das Getriebe hängt dadurch nur noch an der Torque-Tube. Schieben Sie einen Holzklotz zwischen das Torque-Tube und der vorderen Versteifungsstrebe. Somit wird verhindert, dass der Motor gegen die Stirnwand anschlägt. Am Übergang von der Torque-Tube zum Getriebe öffnen Sie drei von vier Schrauben. Erneuern Sie diese beim Einbau. Die obere Schraube lassen Sie stecken. Dasselbe gilt für die andere Fahrzeugseite. Unten am Flansch folgen zwei weitere Schrauben. Erst jetzt drehen Sie an der rechten Seite die verbleibende Schraube heraus. Und auch auf der linken Seite. Sowie in der Mitte des Flansches. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem Sie das Getriebe vorsichtig von der Torque-Tube abziehen. Achten Sie dabei auf alle Schläuche und Leitungen. Et voilà! Hier ist das gute Stück. Das Doppelkupplungsgetriebe des SLS AMG. Das Gehäuse darf nur von fachkundigem Personal geöffnet werden. Wenn Sie das Getriebe mit einem Kran transportieren, befestigen Sie an der Oberseite eine Hebevorrichtung. Die entsprechenden Gewindebohrungen sind bereits vorhanden. Je nachdem, was Sie reparieren, können Sie die seitlichen Aufhängungen abnehmen. Und so sieht der SLS AMG ohne das Doppelkupplungsgetriebe aus. Jetzt liegen alle Kabelstränge und Leitungen frei. Hier sehen Sie den Verbindungsflansch zur Antriebswelle der Torque-Tube. Vor dem Einbau fetten Sie die Getriebeeingangswelle leicht ein.
Für die Befestigung der Halterung benutzen Sie bitte eine neue Schraube. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Holen Sie sich einen Kollegen zu Hilfe, wenn Sie das Getriebe an die Torque-Tube anflanschen. Achtung! Auf der Welle befindet sich ein Ausgleichsring. Drücken Sie mit einem Inbus gegen die Federkraft. Dadurch rutscht die Verzahnung der Ausgleichswelle in die der Torque-Tube. Jetzt bringen Sie alle Bauteile wieder an. Prüfen Sie noch die Ölstände des Getriebes und stellen diese gegebenenfalls richtig. Zum Abschluss führen Sie an der Star Diagnosis noch eine Inbetriebnahme mit Adaption und einen Kurztest durch. Damit ist das Doppelkupplungsgetriebe des SLS AMG bereit für eine volle Kraftübertragung des Motors. Also, auf zur Probefahrt!